Ja, meine Damen und Herren, auf den guten Ton kommt es an und dieser gute Ton hat sich ja in dieser Corona-Zeit verändert. Es gibt viele Regelungen und Sachen, die man jetzt beachten muss, unter anderem den Abstand. Und das ist ein Riesenproblem für viele Firmen und für viele Schulen. Und darunter betroffen sind natürlich auch die Musikschulen. Und darüber möchten wir jetzt sprechen mit auch einem guten Freund des offenen Kanal Worms und Inhaber einer Musikschule, Charlie Wittwein. Charlie, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Hast du Töne, sage ich ja nur, lieber Jean-Luc. Natürlich. Genau. Du wolltest was wissen von mir, frag mich ganz einfach. Natürlich, machen wir direkt. Ist jetzt ein spontanes Interview. Ich bin überredet worden, meine Damen und Herren. Jetzt sitze ich hier. Jetzt hast du auch keine, jetzt kommst du auch nicht mehr raus. Fangen wir direkt drauf an. Charlie, die Corona-Krise, wie lange wart ihr denn geschlossen, beziehungsweise wann habt ihr denn angefangen, schließen zu müssen? Genau, also auch wir waren betroffen gewesen. Ich glaube, am 11. März ist das losgegangen, wo also auch geheißen hat, dass Musikschulen dicht machen müssen. Ja, und wenn ich mich da zurückerinnere, es war schon eine schwierige Zeit gewesen. Was passiert, wie geht es weiter? Was waren so die Gedanken in dem Kopf, als wirklich die kam? Gedanken, so der erste Moment, ja, wie sieht die Zukunft jetzt auf, ja, aus? Man hat ja was aufgebaut, ja. Wie geht es weiter? Man fällt erstmal in ein tiefes Loch rein, ja. Und da erstmal wieder rauszukommen, wieder die Leiter hochzukrabbeln, neue Ideen zu entwickeln, das war natürlich sehr, sehr anstrengend gewesen. Aber ich muss sagen, wir haben das mit Bravour, Gott sei Dank, hinter uns bekommen. Ja. Wir gehen gleich darauf ein, wie ihr das mit Bravour hinter euch gebracht habt. Wie viele Schüler waren denn betroffen? Wie viele Unterrichtseinheiten fielen denn alles aus? Wir haben so ungefähr zwischen, sag mal, 150, 160 Schüler. Es schwankt immer so ein bisschen. Aber Musikklassen, was sind für Musikklassen? Musikklassen, also die ja, welche Instrumente meinst du ja, genau, jetzt ja, wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Keyboard, Klavier, Schlagzeug, Akkordeon, ja, also die ganze Schule hat ja stillgestanden quasi im Prinzip. Haben die Schüler und auch die Eltern reagiert, als sie erfahren haben, das geliebte Musikinstrument kann jetzt nicht weiter gelernt werden? Wir haben jeden Einzelnen angerufen, beziehungsweise sie haben uns angerufen, die Eltern, weil wir mussten ja selbst nicht, wie geht man mit so einer Pandemie um? Ja, es war ja erstmalig und wird auch hoffentlich auch einzigartig bleiben. Es war also wirklich eine Herausforderung gewesen. Ja, also wir waren teilweise auch nicht ansprechbar im privaten Kreis gewesen. Ja. Wir mussten das alles auf die Reihe kriegen. Wie machen wir das? Zuerst war ja mal zu gewesen. Also da ging ja gar nichts. Ja. Was habt ihr während dieser Zeit gemacht? Habt ihr euch schon darauf vorbereitet, wann es losgeht? Oder war dann Papierkram? Oder? Ständig Nachrichten geguckt, ja. Geguckt, wie geht's weiter, wann sind die ersten Lockerungen, wann dürfen die Musikschulen auch wieder aufmachen, wann dürfen wir wieder einen Einsatz haben. Es war schon grausam gewesen, ja. Grausam. Aber ich bin halt ein Optimist und ich versuche dann immer aus einer negativen Situation was Positives draus zu basteln, ja. Und da ist mir eigentlich auf die Idee gekommen, Mensch, man macht Online-Unterricht, ja. Und da haben also viele Schüler, sie haben da gleich draufgesprungen, haben gesagt, ja, super, weil die haben ja auch nur daheim rumgesessen, wussten ja auch nicht, was jetzt machen sollten. Da war das eigentlich eine willkommene Abwechslung gewesen. Ja, und wie gesagt, dann haben wir uns über Teams, ja, man muss ja aufpassen, wenn man Online-Unterricht macht, dass es mit dem Datenschutz vereinbar ist. Ja, und der Manfred Schreiber, ein guter Freund von mir, der ist Datenschutzbeauftragte. Und der Team Horst hat mir auch einen Tipp gegeben mit Teams, ja, dass es ganz gut geht. Wir haben das dann, ist dann installiert worden, getestet und ja, dann haben wir erstmal online weitergemacht. Aber wie sieht denn jetzt ein Online-Unterricht aus? Wie darf man sich das vorstellen? Okay, es ist also ganz anders wie ein Live-Unterricht. Also ich persönlich habe meine Schülerinnen immer live vor Ort. Online-Unterricht, ja, man sieht sich, ja, man schaltet kurz aufs Instrument, man zeigt, wie es gespielt wird, ist halt doch ein bisschen anders da, ja. Was macht denn die Schwierigkeit denn jetzt wirklich aus? Jetzt, wie unterrichtet man denn jetzt, wie überbringt man jetzt den Lerninhalt? Hat das Vorteile oder hat es auch Nachteile? Es hat Vor- und Nachteile, aber wie gesagt, ich persönlich mache den Live-Unterricht viel lieber. Online-Unterricht, wie gesagt, es ist ein bisschen mit dem Handicap verbunden, ja, bis man da alles erklärt hat, ja, es ist ein bisschen umständlicher als jetzt live fort. Wie kommen denn die Schüler damit klar? Sehr gut. Die Jugend ja so und so, ja, die war Feuer und Flamme gewesen und teilweise sind auch bis heute einige am Online-Unterricht hängen geblieben. Die wollen gar nicht mehr zum Unterricht kommen. Wir machen das jetzt von daheim aus und
ja, ist alles wieder in geregelte Bahnen und so weiter. Du hast es schon angesprochen, es kommt wieder in die geregelten Bahnen. Seit wann seid ihr denn wieder in Richtung Normalbetrieb unterwegs gewesen? Wie sind denn bei euch die Nachrichten angekommen, dass die ersten Lockerungen kommen? War da himmelhochjauchzend Jubel und Hausparty ja, zu Hause? Irgendwo schon, ja. Ich habe hier meine Kids und meine Schüler, meine Senioren, ich habe sie alle vermisst im Prinzip, ja. Man muss auch hier mal der Stadtverwaltung danken, im Ordnungsamt, ja. Es gab eine tolle Zusammenarbeit, ja. Wir haben öfters mit dem Ordnungsamt gesprochen, haben auch die Lockerungen dann erzählt kriegt, was wir beachten müssen, was wir tun müssen. Hygienekonzept natürlich umsetzen mussten wir auch. Und das hat also wunderbar geklappt. Nochmal herzlichen Dank an die Stadtverwaltung Worms, insbesondere ans Ordnungsamt. Ja, wir haben da wirklich eine große Hilfe und Unterstützung, wie es halt jetzt weitergeht. Ja. Erklär doch mal, wie bei euch das Hygienekonzept aussieht. Wie es aussieht, okay. Okay, also wenn man reinkommt, erstmal desinfizieren. Ja, literweise haben wir Desinfektionsmittel gekauft. Weil am Anfang war es ja auch nicht zu haben. Ja. Heißt und, es gut, wertvolles ja, Gut. Ja, es war eine teure Anschaffung am Anfang, ja. Aber mittlerweile sind die Regale wieder voll, Gott sei Dank. Ja. Desinfizieren, Hände waschen vor allen Dingen. Ja. Nach jeder Stunde müssen wir mal das Instrument desinfizieren, ja. Also reinigen. Ja, und da funktioniert es eigentlich schon. Wie sieht es denn mit Mundschutz aus? Mit Mundschutz war gewünscht gewesen am Anfang, ja. Nicht Pflicht unbedingt, aber wir haben das so gemacht, auf Freiwilligkeit, aber mindestens 2 Meter Abstand. Das heißt halt, wir haben in jedem Raum haben wir nochmal 2. Keyboard, ja. Ein 2. E-Piano steht dann da. Auf Abstand natürlich, ja. Und wenn man kurz was erklären muss, dann natürlich den Mundschutz aufsetzen, ja. Und trotzdem aber Abstand halte. Es ist halt anders, wie man es eigentlich gewohnt war, ja. Also, aber davon war ja eigentlich jeder betroffen. Wir waren nicht die Einzigen, es war ja weltweit quasi, ja. Wie sehr wart ihr denn wirtschaftlich aus finanzieller Sicht getroffen? Denn die Corona-Krise ist natürlich auch aus wirtschaftlicher Sicht ein riesiges Problem gewesen. Das ist richtig, ja. Das war ja eigentlich das Hauptproblem, weil es sind auch Unkosten, die weiterlaufen. Wir haben 3 Musikschulen, wir haben 3 Miete zu bezahlen. Wir haben 3 die Nebenkosten zu bezahlen, die Unkosten, was laufen. Wir haben die Künstlersozialkasse zu entrichten. Ja, es waren ja auch Beiträge zur Krankenversicherung, jetzt von der Martina und mir, also meine Frau, fällig gewesen. Sachen, laufende Kosten, die ja unterhalten werden mussten. Ja. Wir haben manchmal Schluck gemissen, aber es ging. Ja. Ich bin also einer, der dann aus negativen Situationen was Positives macht, ja, und überlegt, was könnte man machen, was könnte man tun. Und Gott sei Dank haben wir noch einen Zweitjob, ja, der uns auch über Wasser gehalten hat. Und von daher war das Fiasko nicht so groß gewesen. Also genau zum rechten Zeitpunkt jetzt wieder die richtigen Lockerungen, dass ihr wieder dem guten Ton nachgehen könnt. Lass uns doch mal weiter gucken jetzt in die Zukunft. Mal davon ausgesehen, es bleibt jetzt in diesem Zustand und es wird besser, was wir natürlich alle hoffen. Wie ist das denn mit der Schülerzahl? Ist sie jetzt ein bisschen geringer geworden oder kommen jetzt wieder mehr Schüler zurück? Genau, es gab natürlich auch Abmeldungen, Kids, die ein bisschen unsicher gewesen waren oder auch Eltern. Ja. Wir hatten von Ausland welche, auch von, es waren Chinesen, wie die gemerkt haben, dass hier die Zahlen zugenommen gehabt haben und in China abgenommen gehabt haben. Das sind sie also kurz nach China rüber. Okay, kommen aber jetzt wieder. Hast du dann eine Schalte gemacht nach China und Musikunterricht? Nein, das war natürlich nicht. Nee, das waren halt abgemeldet gewesen. Das wäre spannend gewesen. Ja, wir haben eine spannende Sache erlebt, das ist richtig. Ja. Aber im Großen und Ganzen ja, hatten wir, muss ich auch ehrlich sagen, nicht viel Abmeldungen gehabt. Ja, es waren vielleicht so 10% Abmeldungen gewesen. Aber mittlerweile ist schon wieder eine Nachfrage da. Und ich sage, mit einem blauen Auge davon gekommen mit allem. Deswegen bin ich auch blau angezogen. Ja. Perfekt. Charlie, vielen Dank, dass du da warst und uns auch einen Einblick gegeben hast in die musikalische Welt und dass du so viel offen und ehrlich warst. Wir drücken die Augen. Wir halten die Augen offen und freuen uns natürlich, dass es euch jetzt besser geht und dass die Musikschule weiterhin geöffnet bleibt. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Und bis gleich, meine Damen und Herren. Augen offen halten. Es geht spannend im Programm weiter.